Moin! Herzlich willkommen bei den Cargo Bike Lovers News, die Neuigkeiten mit Schub fürs Lastenrad, Folge 12. Bevor wir mit den News starten, wollen wir uns bei euch für eure rege Beteiligung in diesem Jahr bedanken. 500 neue Abonnenten, mehr als 60.000 Views und 4.000 Stunden Videowiedergabe. Die News sind dabei unser wöchentliches Format. Wöchentlich bedeutet eben auch, dass man kontinuierlich recherchieren und jede Woche eine Folge produzieren muss. Wir, also Cargo Bike Lovers, machen es aus Spaß und haben keine Einnahmen damit und wir machen das mit großer Freude. Jetzt steht die Urlaubszeit vor der Tür und wir haben lange überlegt, wie wir das aufrechterhalten können. Dabei ist unsere Aufgabenverteilung klar. Julian hinter der Kamera, der filmt und schneidet, bearbeitet und postet alle Inhalte und ich vor der Kamera. Genau diese Aufgabenteilung macht es uns schwer, die News aufrechtzuerhalten und daher werden wir in die Sommerpause gehen und selbst Radfahren. Das bedeutet nicht, dass keine Videos kommen werden und ihr dürft uns gern weiterhin Inhalte schicken und eure Veranstaltungen rund ums Lastenrad gern in eurer Instagram-Story mit @cargobikelovers verlinken. Wir teilen dies gern. Und jetzt geht's los mit den News. Teilediebstahl. Immer mehr Motoren werden geklaut. Zweierlob 2024, der Termin für das älteste Lastenradrennen der Welt steht fest. Babbo ruft weitere Räder zurück. 2050 bekommt German Design Award. Neue Anbauteile von Cyclepunks in Titan. Transport der Woche vom Col du Sender in Langenberg. Und last but not least, dem Aufbau der Woche aus Italien. Teilediebstahl. Immer mehr Motoren werden geklaut. Diese Woche ist es uns in verschiedenen Medien untergekommen, dass neben Akkus und anderen Anbauteilen nun auch vermehrt Diebe es auf Motoren abgesehen haben. So ist es zum Beispiel in Berlin, Frankfurt und Wuppertal passiert. RMS Bikes berichtet darüber. Link findet ihr in der Infobox. Da der Motor oft nur mit ein paar Schrauben montiert ist, brauchen die Täter nur einen Akkuschlagschrauber, um die Schrauben zu lösen und einen Seitenschneider, um die Kabel zu trennen. Hier stellt sich uns die Frage, warum sind Akkus abschließbar und Motoren nicht? Beim Auto hat man an den Rädern ein Felgenschloss. Kann man sowas in der Art nicht auch an den Motoren verbauen? Was meint ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Zweierlob, das älteste Lastenradrennen der Welt. Wird es 2024 ein Zweierlob geben? Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Antwort ja, das wird es lautet. So schreiben es die Veranstalter kürzlich auf Facebook. Dabei ist das Zweierlob stilvoll, also solltet ihr nicht in Lycra antreten, sondern besser im weißen Anzug, hochhackigen Schuhen oder schönem Kleid. Wahlweise gern auch im Schlibber mit Hosenträger und Fliege. Rennradcap und Sonnenbrille runden dann das Ganze ab. Damit ist das Zweierlob neben dem Bromptenrennen ein Lastenradrennen mit strikter Kleiderordnung. Am Samstag, den 24. August ab 14 Uhr, wird an einem Ort in Kopenhagen Rennen in den folgenden Klassen gefahren. Zwei Räder Damen, zwei Räder Herren, drei Räder Damen, drei Räder Herren, Oldtimer gemischt und Staffel gemischt. Genau wie bei der 223 Ausgabe ist in den Kategorien eine elektrische Unterstützung bis 25 km/h zugelassen. Während wir für weitere Informationen auf dem Laufenden bleiben, empfehlen wir, jeden mit dem Training zu beginnen, da die Medaillen sehr beliebt sind. Also, auf nach Kopenhagen! Wir haben euch den Facebook-Link in die Infobox gepackt. Dort findet ihr alle Infos, aber nicht wundern, es sind meistens nicht sehr viele. Und hier noch ein Buchtipp für uns an dieser Stelle. Sören und Anders haben zum Zweierlob 2019 ein Foto- und Kochbuch herausgebracht. Neben leckeren Rezepten findet man hier auch leckere Typen in Slip- und Hosenträger und unsere Liesje ist dort auch abgelichtet. Update. Mittlerweile 5 Modelle von Babbo zurückgerufen. Babbo hat in Deutschland die Sicherheit aller seiner Modelle untersucht. Das Unternehmen ruft folgende Modelle zurück. Das City, City E, das Mini und Mini E, City Mountain, die Produktion vor 2020, Pro Trike Transporter, die verschiedensten Versionen und das Slim Mountain. 2050 hat ein Lastenrad speziell für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Dieses wird ab Mai 2024 verfügbar sein. Der Hersteller hat viel Erfahrung und Entwicklung in dieses Rad einfließen lassen. Damit sicherte sich der Hersteller den German Design Award. Der Preis würdigt dabei die Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen. Und zu guter Letzt, schaut doch mal im Shop von cyclepunks.cc vorbei. Dort gibt es neue Anbauteile für euer Rad,
wie zum Beispiel a Headcap, Sattelstütze, Vorbau etc. im Cyclepunks-Design und natürlich anderem coolen Merch wie diese Mütze zum Beispiel. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Und natürlich, wie in jeder Folge auch, gibt es auch diesmal den Aufbau der Woche. Der Aufbau der Woche kommt diesmal aus Italien von Officine Recycle. Hat uns ein Rad zum Testen geschickt. Und wir werden ein ausführliches Video darüber veröffentlichen. Dieses tolle Shirt war Teil des Pakets und vielen Dank dafür an dieser Stelle. Bronte XL heißt das Modell, ausgestattet mit einem Diore 1x11 Gruppe und großer Box. Unser Testrad ist dabei die Tiefeinsteiger-Version. Silberne Schutzbleche und Ten-Ball-Reifen runden die Optik ab. Besonders der seitlich aufgeschweißte Schriftzug Bronte XL sticht hervor. Wie es sich fährt, erfahrt ihr im ausführlichen Video. Ganz zum Schluss natürlich der Transport der Woche. Der Transport der Woche kommt dieses Mal von Jan. Dieser fuhr eine Soundbox auf Zeit den weltbekannten Col du Sender in Langenberg rauf. Natürlich nicht auf irgendeinem Fahrrad, sondern einem Maniac Insane. Einem Vollcarbon-Lastenrad mit ca. 14 Kilo Gewicht und 19 Kilo Soundbox. Musste Jan 268 Watt durchschnittlich treten, um in 8,39 Minuten die Nordseite des weltbekannten Anstiegs zu erklimmen. Noch im vergangenen Jahr führte die Deutschlandtour über den Anstieg. Circa 3 Minuten benötigte Nils Pollitt für den Anstieg. Natürlich auf einem 6,8 Kilo leichten Rennrad. Entschuldigung, Mensch, immer diese Lastenräder. Ciao, verabschieden wir uns nun in die Sommerpause. Ciao!